Worum geht es? Was für eine letzte Bedrohung ist das? Nun, vielleicht ist sie am Ende doch nicht so offensichtlich. Die Stählerne Bruderschaft ist von Technologie besessen und hat gezeigt, dass wir nicht friedlich zusammenleben können. Sie wird sich irgendwann von uns das holen wollen, was wir über lange Zeit geschaffen haben. Wir müssen sie vernichten, bevor sie uns vernichten. Sie vernichten? Was meinst du denn genau damit? Damit meine ich, dass wir alle Streitkräfte der Bruderschaft im Commonwealth zerstören. Aber das Problem mit der stählernen Bruderschaft geht über die Grenzen des Commonwealth hinaus. Es reicht nicht, sie hier zu vernichten. Es gibt von ihnen noch mehr auf der Welt. Und auch sie werden uns angreifen. Hast du einen Plan, falls das passiert? Ich will lieber gleich verhindern, dass es überhaupt so weit kommt. Wir werden ihnen zeigen, dass sich die von ihnen so hochgeschätzte Technologie gegen sie wenden wird, wenn sie sich mit uns anlegen. Wir zeigen ihnen, dass wir aus dem Nichts erscheinen können, wenn wir wollen, und sie uns niemals aufhalten werden. Sie werden sich hüten, sich jemals wieder mit uns anzulegen. Wir werden sie einfach angreifen? Es gibt einen Plan, der etwas umfangreicher ist als das. Dr. Watson sollte im Labor sein. Er wird dir alles Weitere erklären. Die Zeit drängt. Vater ist mehr als nur unser Anführer. Er ist unser Schöpfer. Mein Papa sagt, du seist Vaters Papa. Aber er ist nicht. Klingt, als wären die Raider in Libertalia ein paar Wochen gewesen. Die überschüssige Energie dürfte zu höherer Effizienz und Produktivität führen. Dr. Watson? Was ist denn? Sind gerade spezielle Projekte im Gange, von denen ich wissen sollte? Beziehst du dich auf etwas Bestimmtes? Ist etwas passiert? Sean sagt, es ist an der Zeit. Oh, nun, ich denke, dass es soweit ist. Ich denke, wir müssen los. Brechen wir auf, Rosalind. Sean sagt, dass es an der Zeit ist. Was, jetzt? Ich prüfe noch den Code, den die Robotik geschickt hat. Der Algorithmus ist grauenvoll und noch weit vom Optimum entfernt. Ja, ich weiß, aber hier ist wirklich Eile geboten. Dr. Orman hat die meiste praktische Arbeit geleistet, deshalb wird sie dir die Grundzüge erklären. Okay, danke. Ist das wirklich so aufregend oder geht es nur mir so? Du weißt sicher, dass die Bruderschaft ihr Hauptquartier am Flughafen hat, oder? Was kannst du mir über den Flughafen erzählen? Also, da gibt es einige wichtige Gebäude, die unversehrt sind. Aber es sind keine Flugzeuge aus der Vorkriegszeit in Betrieb. Wenn sie weniger intelligent wären, würden wir nicht darüber reden. Wir würden sie einfach mit Synths überrennen. Aber sie sind keine Idioten. Es ist ihnen gelungen, ein EM-Feld zu erzeugen, das unsere Transmissionsfähigkeit lahmlegt. Was für eine Art EM-Feld? Was macht das? Eigentlich zerstreut es alle komplexen Signale wie die unseres Transmitters und verhindert, dass wir uns nähern. Der unmittelbare Bereich um ihr Lager ist Sperrgebiet. Aber sie haben nicht den gesamten Flughafen abgedeckt. Wir können dich per Transmission zu einem Punkt am Rand des Flughafens transportieren, sodass du reingehen und die Generatoren deaktivieren kannst. Werde ich die Generatoren erkennen, wenn ich sie sehe? Das solltest du, ja. Sie decken das ganze Spektrum ab. Deshalb sollte es ein großes Lichtspektakel geben. Du hast das Überraschungsmoment auf deiner Seite. Das sollte dir etwas Zeit verschaffen, bevor sie die Verteidigung organisieren. Für jeden Generator, den du ausschaltest, können wir Synths reinbringen, sodass dein Vorteil größer ist. Und, oh, hätte ich fast vergessen. Nimm die hier. Und was ist das? Oh, das wird dir gefallen. Diese Dinger, ich habe noch keinen guten Namen dafür, senden ein Ortungssignal. Dort, wo sie landen, können wir sie anpeilen und Synths per Transmission zu dieser Position bringen. Sollte es notwendig sein, können Synths direkt dort landen. Wir haben nur wenige davon. Also setze sie gut ein. Wirf sie bitte nicht in die Bucht. Was soll die Verstärkung denn machen? Sie wird dir mehr Zeit verschaffen, während du das eigentliche Ziel verfolgst.
Wenigstens werden sie einige Kugeln abfangen, die für dich bestimmt sind. Deine eigentliche Aufgabe ist, zu Liberty Prime zu gelangen. Du weißt, worum es hier geht, oder? Was ist Liberty Prime? Evan kann dir einen kurzen Überblick geben. Ja, natürlich. Liberty Prime war ein militärisches Vorkriegsexperiment. Die Bruderschaft hat ihn gefunden, als sie zum Ödland der Hauptstadt vorstieß. Sie bekamen ihn nicht zum Laufen, bis sie Hilfe von Dr. Lee erhielten. Was hat sie getan? Sie hat das Energiesystem für ihn entworfen. Klein, aber stark genug, damit sich das Ding bewegt und schießt und offenbar auch Bomben wirft. Dr. Lee hatte bei Liberty Prime Zugang zu allem, zu wirklich allem. Obwohl wir nicht alles schriftlich haben, verfügen wir über genügend Informationen. Wir wissen, wozu er in der Lage ist und wie wir das nutzen können. Wir haben unser Wissen gesammelt und Modifikationen vorgenommen, basierend auf dem, was wir glauben, dass sie in den letzten 10 Jahren damit gemacht haben. Und haben dann, das war meine Idee, das Ganze in einen modifizierten Synth geladen, der den Virus direkt in Liberty Prime pflanzen kann. Der kleine Kerl wird ungeschützt und verletzlich sein. Deshalb musst du ihn im Auge behalten. Sorg dafür, dass er nicht draufgeht, verstanden? Was genau soll dieser Virus für uns erreichen? Er wird zumindest die Waffensysteme steuern und ihr Luftschiff als Hauptziel festlegen. Du kannst dir sicher denken, was danach passiert. Deshalb ist dein Hauptziel einfach. Schlag dich zum Roboter durch und halte die Position, bis der Synth seine Sache erledigt hat. Oh, und keine Sorge, wir holen dich raus, bevor alles in die Luft fliegt. Falls du Fragen hast, solltest du sie jetzt stellen. Falls nicht, wirst du bestimmt schon oben im Transmissionsraum erwartet. Was wird danach aus Liberty Prime? Mehrere 100 Tonnen Luftschiff werden auf ihn runterkrachen. Das wird aus ihm. Falls du Fragen hast, solltest du sie jetzt stellen. Falls nicht, wirst du bestimmt schon oben im Transmissionsraum erwartet. Was für Unterstützung habe ich? Wenn unser Reaktor online geht und das Feld deaktiviert ist, können wir sie mit allem angreifen, was wir haben. Und das werden wir auch tun. Falls du Fragen hast, solltest du sie jetzt stellen. Falls nicht, wirst du bestimmt schon oben im Transmissionsraum erwartet. Haben wir einen Plan B? Meinst du das ernst? Nein, haben wir nicht. Keine Sorge, das funktioniert. Falls du Fragen hast, solltest du sie jetzt stellen. Falls nicht, wirst du bestimmt schon oben im Transmissionsraum erwartet. Ich habe keine Fragen. Bringen wir es hinter uns. Gut. Viel Erfolg. Ich gebe Bescheid, dass du auf dem Weg nach oben bist. Dr. Lee zeigt es vielleicht nicht, aber sie freut sich, dass der Reaktor in Betrieb ist. Das Institut ist mein Leben. Hoffentlich wird es auch deins. Scan. Person identifiziert. Dass sie Großes leisten werden. Thank you.
Erfasst.
verstecken. Thank you.
Wohl doch nur Fehlalarm. Thank you.
Bewertung von Direktive 7395. Vernichtung aller Kommunisten. Also geht's, Sir. Wir bewegen uns per Transmission an einen sicheren Ort.